Hallo auf InvestorSearch und meiner Vorstellung des Demo-Kontos von Plus 500, wo man kostenlos handeln kann. Das soll natürlich dazu dienen, dass Leute danach dann mit echtem Geld handeln. Das ist so vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das Demo-Konto ist gerade für Trader durchaus eine Möglichkeit, um ein bisschen daran zu schnuppern. Wenn man hier auf Konto Eröffnung geklickt ist, hier steht auch Demo-Modus. Das gebe ich hier meine E-Mail-Adresse ein und klicke dann auf Konto erstellen. Sehr nett, es wurden mir gleich hier 20.000 Euro gutgeschrieben. Ist natürlich kein echtes Geld. Jetzt sehe ich hier die Übersicht. Finde ich eigentlich ganz übersichtlich. Hat sich auch noch ein bisschen verbessert im Verhältnis zu alten User Interfaces und die verschiedenen Dinge, die ich handeln kann. Ja. Rohstoffe, Aktien, Währungen. Deutschland 3 ist natürlich der DAX. Ja, den DAX dürfen Sie nicht verwenden, haben Sie nicht die Markenrechte dran, aber es ist genau das Gleiche. Und ich kann hier dann jeweils Short oder Kaufen machen, also Long oder Short gehen. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt zweimal umbenannt haben. Ich kann aber auch hier seitlich natürlich nach den verschiedenen Dingen filtern. Hier habe ich alle Rohstoffe. Ich habe hier Optionen auf den DAX, wo ich dann nochmal einen höheren Hebel habe, den Index. Also machen wir zum Beispiel mal, gehen wir mal long. Jetzt schaue ich mir hier den Chart an. Das ist Deutschland 30. Ich kann es jetzt auf eine Stunde machen. Also hier oben kann ich die verschiedenen Zeiten einstellen. Wer jetzt auf Candlestick-Chart umstellen will, der klickt hier. Das ist für die meisten Trader wahrscheinlich besser. Und jetzt machen wir mal hier einen Chart auf. Ja, ein W. Das sehe ich hier wirklich relativ lang. Ich kann hier unten sogar noch einstellen, dass ich das noch länger mache. Irgendwie auf ja, 10 Jahre. Ist wahrscheinlich beim Trading mit hohem Hebel nicht so relevant, aber trotzdem eigentlich so als Chart-Tool ganz cool gemacht und ganz intuitiv. Ich sehe hier den Hebel, ja, das ist 1 zu 294. Das ist natürlich jetzt schon viel. Das heißt, wenn um 1% nur der DAX steigt, mache ich 294% Gewinn abzüglich der Kaufgebühr. Machen wir das jetzt mal. Ja, jetzt sehe ich hier, kann ich die Kontrakte eingeben, aber ich will jetzt mal nur einen Kontrakt machen. Das ist natürlich dann jetzt nur 33 Euro. Ich klicke hier auch ein, dass ich jeweils das bei Gewinn und Verlust schließen kann. Und mache jetzt einfach hier, klicke ich auf Kaufen. Das ist natürlich jetzt nur ein Demokonto. Zack. Und sieht man hier oben gleich, ich habe jetzt 1 Euro Verlust gemacht wegen Transaktionsgebühren. Was natürlich wichtig ist, nicht nur beim Dem, vor allem beim echten Geld, dass man hier immer so ein Stop-Loss hat, weil man sonst natürlich sein ganzes Geld ganz schnell verlieren kann. Auch darf man nicht ganz vergessen, dass bei so einem Demokonto das oft ein bisschen leichter geht, da das schneller geht und bei echtem Geld manchmal es dazu Verzögerungen kommen kann, was dann Rendite kostet. Ja, deswegen machen viele Leute relativ schnell viel Geld über so ein Demokonto. Das lässt sich dann aber nicht in so ein reales Geld gleich umsetzen. Aber die Emotionen spielen natürlich da auch eine Rolle. Das darf man nicht vergessen, da man natürlich deutlich leichter mit virtuellem Geld handelt als mit echtem Geld und anders emotional reagiert. Aber wie gesagt, das ist alles wirklich kostenlos. Wer da so ein bisschen spielerisch mal einsteigen will, kann hier viele Sachen machen. Man kann natürlich halt nur in diese großen liquiden Aktien investieren. Wenn wir jetzt hier auf Deutschland gehen, ja, machen wir A bis G. Das sind natürlich schon viele, ja, aber es sind halt die aus den großen Indexen, also so Nebenwerte, sowas kann man hier nicht handeln, weil beim echten CFD-Trading, man tritt ja immer gegen den Broker an, also macht eine Wette gegen den Broker, ähnlich wie im Casino auch. Und sie können sich halt nicht in allen Aktien da irgendwie hedgen. Deswegen sind es nur liquidere Werte. Ja, wer das bei auch in Nebenwert investieren will oder so, der sollte eher mal Wikifolio testen, was ich ja auch ganz erfolgreich mache. Das eignet sich auch besser zur langfristigen Anlage. So, jetzt sehen wir hier meine offene Position. Bin jetzt hier plus minus null. Ich noch eine Position in der Allianz ein. Und der USA ist jetzt gerade geschlossen. Hugo Boss finde ich eigentlich, die könnten sich erholen. Wenn ich einmal hier draufklicke, sehe ich den Chart. Ja, wir sehen das, wenn man das hier ein bisschen länger macht. Ja, so, die sind ganz schön nach unten gekommen. Es kann sich natürlich
erholen, gehen wir doch hier mal long. Ja, wie machen wir hier Betrag Aktien? Das ist mir auch ein bisschen viel, aber machen wir mal hier 5 und machen auch, jetzt lasse ich hier mal Gewinne laufen. Das heißt, ich kann hier maximal 4 Euro verlieren. Das heißt, ich werde halt schnell ausgestoppt. Ja, das kann ich natürlich noch ein bisschen steigern, ja, dass ich hier. Ja. So, mal hier auf Kaufen und wenn wir jetzt hier auf meine offenen Positionen sehen, dann sehen wir jetzt gerade, was ich halt jetzt gerade alles offen habe. Bin jetzt schon wieder, ja, im Plus und hier sind meine Orders, wenn da welche nicht ausgeführt sind. Man kann natürlich auch Limit Orders machen. Hier wären jetzt die geschlossenen Positionen und hier könnte ich jetzt in reales Geld wechseln. Ne? Was auch noch bei plus 500 ist, man hat hier keine Begrenzung. Das heißt, man kann hier unbegrenzt traden und wird halt irgendwann dazu angeleitet, das mal mit echtem Geld zu probieren. Man bekommt da oft auch noch einen Bonus dazu. Ja? Wer also mal so ein kostenloses Trading-Konto von plus 500 testen möchte, Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Und auch im Video. Ich finde es eigentlich ganz nett gemacht. Wie gesagt, und halt mit echtem Geld aufpassen. Aber wer mal als zum Trading das testen möchte, dem sei das durchaus nahegelegt. Da die Plattform finde ich wirklich sehr einfach zu bedienen ist. Man hat den Chart. Man kann hier mit einem Klick immer Long und Short gehen. Und ja, man hat auch immer die Gewinnmitnahme oder Verlustbegrenzung drin und kann wirklich viele Sachen auch handeln. Ne? Also man muss schon sagen, gerade bei Deutschland, das sind schon einige Aktien. Ne? Also gerade jetzt hier so eine Wirecard, gut, also so SMA, also TecDAX, also da sind schon viele Sachen dabei, wo man sich dann auskennt. Und gerade bei einzelnen Aktien, wenn man da jetzt zum Beispiel auf irgendeine Nachricht spekuliert, dass da irgendwie was kommt, irgendeine Nachricht, was hoch oder runter geht. Da kann es natürlich mal mit hohem Hebel auch mal schnell zu hohen Gewinnen führen. Wie gesagt, das Demokonto ging also wirklich sehr schnell und einfach. Ich habe noch nicht mal die E-Mail bestätigt, muss ich wahrscheinlich dann im Nachgang machen. Das war's schon von mir. Wenn ihr weitere solche Testvideos zu Fintech-Startups, aber auch irgendwelchen Konten und Aktienanalysen sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Und schaut euch vielleicht auch mal an, was ich auf Wikifolio mache.